In meiner Stadt. Ich meine, falscher Superheld. In meiner Stadt gibt es nichts, was sie auseinandertreiben. Was wir nicht aufhalten können. Was war das denn? Ah! Ein lauer Takedown. Damit hast du nicht gerechnet. Ja, nice! Drücke R, um Gegner anzuzeigen, bei denen du sichere Lauer. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Wie cool! Schau mich nicht an. So, einmal die Gegner scannen. Hier mal ausprobieren. So, halte LT gedrückt und fahre über einen Gegner, um ihn zu markieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. So. Den da oben noch. Den habe ich gar nicht gesehen. Danke, lieber Marker. Okay, und da hinten haben wir noch einen. Da könnte man eigentlich diesen Lauer Takedown machen, oder? Probier das mal aus. Kommen wir hier irgendwo rüber? Ne, nur hier unten leider. Und, warte, hier hat er eben irgendeinen Punkt gehabt. Okay. Möchte aber nicht so funktionieren. Müssen wir auf Umwegen dahin. Okay, da können wir nur einen Netzschlag-Takedown machen. War hier vorne noch irgendwer um die Ecke? Nee, ne? Dann machen wir einen Netzschlag. Einer weniger. So. Dann gehen wir die ganzen Chaoten hier einmal durch. Ach, ich darf den gar nicht anmarkieren, deswegen. Okay, 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 okay. So. Bei dem geht das nicht. Den auch nicht, da ist das Geländer im Weg. Aber den können wir uns holen. Den können wir uns auch nicht holen. Wir scannen einmal das Gebiet. Wir trennen die beiden wieder. Enrique, wie sieht's aus? Enrique? Jemand sollte nach ihm sehen. Das ist zu weit weg. Das nimmt er nicht an. Ja, ihr seid auf jeden Fall... Jemand sollte nach ihm sehen. Keiner fühlt sich für verantwortlich. Okay, wir warten jetzt einmal, dass die da wieder um die Ecke geht. Ich hoffe, dass er uns nicht sieht. Könnte man nur einen Netzschlag machen. Es ist ihm zu weit weg. Okay, wo guckt er hin? Er guckt in die andere Richtung. Das war's. So. Wir wandern einmal durch. Hoppala. Einmal fett gefingert. Kein Problem. So. Können wir dich auch schwingen? Nee, schade. Das wäre natürlich cool gewesen. Ich hätte den hätte ich jetzt gern geschwungen, muss ich ehrlich sagen. So. Da bin ich mir nicht so sicher. Nein, das lässt du schön sein. Ja, hole den echten was?
Den echten Spider-Man. Ich bin der echte Spider-Man. Hallo? Ihr habt aktuell nichts anderes außer mir. Der wollte weglaufen. So, niemand darf uns hier entkommen. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Okay. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Steuerung im Büro. Gucken wir mal nach oben. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Tinkerer sieht fast aus wie der Prowler. Oh, das ist kaputt. Das Terminal ist hinüber. Error. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Drehplatte drehen, Züge mit Netzen ziehen, sollte klappen. Ja, wir gucken mal. Muss wahrscheinlich dichter ran, ne? Gedrückt halten. Macht er nicht. Ah, ich darf dabei nicht zielen. Okay. Den haben wir soweit, dann müssten wir jetzt... Oh Gott. In welchen... Wo müssen wir denn hin mit den Zügen? Der muss ja jetzt mit ran, oder wie? Muss ihn so ausrichten, dass er in den Tunnel fährt. Muss der dafür weg oder müssen wir den ranholen? Ach, durch den Tunnel. Ja, warte. Das klappt. Wir ziehen den einmal ein Stück vor. Und... Oh. Das ist gut. Jetzt zu den anderen. Das war dezent knapp, ne? Der Underground verfolgt Nuformlieferung und legt die U-Bahn da. Geh mal davon aus, dass wir den hier nehmen. Oder... Was? Das ist jetzt, suboptimal. So. So nämlich. Und... den anderen. Okay, der Zug blockiert den anderen. Aber ich kann ja die Schranke nicht aufmachen, ne? Ah, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. So. Wir ziehen den nochmal zurück. So, kommen wir davor noch? Gerade so. Eigentlich nicht. Absolut selbst überfahren. Okay, jetzt ziehen wir die nochmal um 90 Grad. Setzen den Guten darauf. Und zack. Hat geklappt. Okay, jetzt. Züge sind auf den Gleisen. Jetzt noch Strom. Strom. Müssen wir die gar nicht verbinden? Die Steuerung hier ist auch hinüber, aber der Generator nicht. Und ein kleines Power. So kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Sieh den Generator an. Halte zum Zielen. Gedrückt, drücke einen leitfähigen Faden. Ah. Komm schon, U-Bahn von New York. Jawohl! Hey, Mr. Davis. Hat sich bei Ihnen was verändert? Ihr leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Geile Sachen mal jetzt. Ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber
Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ah, das machen wir doch gerne. Das ist doch Sache der Familie, oder? So gehört sich das doch, wenn man verwandt ist. Man hilft sich untereinander. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Woo! Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm in das ist Liga. So cool. Ruf lieber an. Lass nur nicht mit dem Fuß irgendwie gegen das Auto kommen, ne? Danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Das ist dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Mega geil. Zack. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Oh, hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Siehst dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Polizeirevier. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Also die App, die ist echt steil gegangen, ne? Hätte man Geld für nehmen sollen. So. Ja, durch den Park ist immer schwierig, finde ich. So. Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Oh nein. Bomben auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihn wohl nicht gefasst. Ich komme so schnell ich kann. Was haben die Jungs für ein Problem? Und nicht rausgehen. Verfluchte Terroristen. Miles kann Tricks in der Luft. Ich muss das beenden. Ach so, oh, ja, wir sind auf einer Seite, ne? Okay, der Polizei passiert auch nichts. Ich bin der Einzige, der bei diesen komischen Granaten Schaden nimmt. Das war knapp. Boom. Mega. Die werden die ganze Linie sprengen. Nicht solange ich hier bin. Das hält leider nicht ganz so lange. Das waren die Bomben. Jetzt diese Typen. Und? Boom. Das ist halt so geil. Ich hab hier gerade ein bisschen zu tun, mein Freund. Hab leider keine Zeit. So, da oben sind noch Bomben. Und? Boah. Das war, glaube ich, ganz schön knapp. Okay. Wissen die denn, wo ich bin? Ja, ne? Im Zweifel schon. So, das ist dafür, dass du mich hier die ganze Zeit beschießt, du Schlingel. Okay, und dann haben wir noch die beiden hier, ne? Hier sind ganz schön viele Bomben. Alter, wie kann man mich hier noch angreifen, wenn ich die Bomben von euch weghole?
Ich weiß nicht, ob ich da Zeitdruck habe. So. Achtung! Gestern findet ihr raus, dass du vom Per Zug transportiert wirst. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Oh nein, er schon wieder. So. Haben wir! Oh mein Gott. Ich muss mich hier gerade dezent konzentrieren. Nein, ich habe mich da wieder reingeschwungen. Okay. Da haben wir uns eiskalt wieder reingeschwungen in diese blöde Bombe. Das war knapp. Okay. Ah, beim Heilen direkt wieder angeschossen. Nein, raus! Raus! Oh, wow, 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 wow. So. Wird ganz schön wild geschossen. Ey, die haben ja alle Waffen. So. Und ein Geschenk der Ninja Turtles, nur für euch. Okay, das Gebiet ist sauber. Die Straße noch freiräumen. Die Züge fahren, der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Boah, Junge, das ist ja der reize Krampf hier. Wie viele gibt's von den Typen? Spider-Man hat die U-Bahn repariert. Er macht gute Arbeit, Aaron. Ja, danke dafür. Flicken? Anzugmodifikation. Hier siehst du alle Ressourcen, die du gesammelt hast. Setze deine Ressourcen ein, um neue Modifikationen herzustellen, indem du sie auswählst und A drückst. Du hast gerade neue Modifikationen freigeschaltet. Komm wieder, um weitere Modifikationen oder andere Modifikationen auszurüsten. Okay, ich denke mal ein bisschen mehr HP, ne? Angriffe nach einem perfekten Ausweichen verursachen für 5 Sekunden 50% mehr Schaden. Na, auch schön. Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh, hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Okay, ich muss los. Lol. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt habe. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schnell. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Geiler Typ. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Er wundert sich überhaupt nicht, warum wir auch an Wände klettern können? Ich hätte so viele Fragen. Wäre das mein Neffe? Yankee sagt, die App geht stark. Ich hätte so viele Fragen. Ich sollte eine Weile patrouillieren. Okay, wir sollen eine Weile patrouillieren und da hinten haben wir noch eine Kiste. Kommen wir hier rüber? Auf Anhieb? Nicht, ne? So. Hola, Mijo, weißt du was?
Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Oh, immer hier den Hintern anwärmen, du. Schön auf dem Heizpilz. Okay, danke für den Tipp. Okay, hier soll noch irgendwo eine Kiste sein. Du weißt doch alles, was so in Harlem passiert. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat dir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehe. Er war ja doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da! Sorry, Schatz, wir sind noch nicht fertig. Wir haben aktuelles Verbrechen. Kiste oder Verbrechen? Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Ja gut, wir gehen erstmal zum Verbrechen. Wir müssen unseren Pflichten nachkommen. Verbrechen ist schon wieder weg. Lol. Gut, das ging ja schnell, ne? Unsere Präsenz hat Eindruck hinterlassen. Okay, aber hier müsste doch eigentlich eine Kiste sein. Ah! Na komm. Ah, ich dachte, das wäre ein Zeichen hier mit der Lichterkette. Miles, treffen wir uns nun heute? Du hast mir nicht geantwortet. Mach ich auch nicht. Ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78. Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen. Sei pünktlich. Okay. Ecke 78. Ich habe leider keine Ahnung, wo diese Kiste hier sein soll. Mag jetzt auch hier nicht stundenlang suchen. Hätte halt eigentlich gedacht, dass die hier unten ist. Weil die muss ja nicht oben sein, ne? Hey, laut App verfolgt die Polizei gerade Autodiebe. Ich dachte vielleicht auch hier auf so einer, auf so einem Balkon vielleicht. Wenn ich nicht eingreife, passiert noch was. So, wo sind denn die lang? Den holen wir uns. Autodieb, das hat man noch gar nicht. Oh, nee, das ist ein bisschen zu hoch zum Drumherumklettern. Sind weg. Nächstes Mal mach ich's besser. Ach, ehrlich, man hat nur so wenig Zeit. Ja, gut. Halb so wild, wir haben ja sowieso noch andere Sachen vor, ne? Ja, da hat der gute Onkel Aaron uns erkannt. Ich hätte, wie gesagt, ich hätte so viele Fragen gehabt. Wie hast du deine Superkräfte gekriegt? Wo ist diese verdammte Spinne? Kann die mich auch mal beißen? Okay, und hier ist auch noch eine Kiste. Okay, dass die hier drin ist, das war jetzt irgendwie absehbar. Die nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Dafür hätte ich schon ein paar Ideen. Okay, können wir schon irgendwas modifizieren? War das bei... Wo haben wir denn das gehabt? Ach, hier ist auch die Karte. Na, sieh mal einer an. Geräte. Okay, wir können hier Upgrades machen. Und die beiden Sachen sind noch gesperrt. Schwerkraftquelle. Okay. Fernzündermine. Ist bestimmt auch praktisch. Ah, wir haben nicht genug, ja? Okay, da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Freundschaftsdate. Mit der süßen Finn. Okay. Finn ist, glaube ich, die Abkürzung für Phineas. Nein, natürlich nicht, ne? Hier haben wir auch noch ein Gebiet mit einer Kiste. Wollen wir hier mal gucken?
Kann ja nicht so weit weg sein, ne? Miles, eine Geiselnahme direkt in deiner Nähe. Danke, Raph. Ach, das ist doch gerade so unpraktisch. Ich bin ja eigentlich am... Hier. Oh, Geiselnahme können wir gleich machen. Die werden schon nicht erschossen, ne? Ich kann das bestimmt besser gebrauchen. So, das nutzen wir noch. Dann machen wir erstmal die Geiselnahme. Kein Wunder, dass wir nicht beziehungsfähig sind, ne? Okay, hier an der Ecke. Hey, Dannycraft-Fans. Kennt ihr das auch, wenn euch eine Geschichte nicht aus dem Kopf geht? Vielleicht eine Filmszene, eine Überschrift, die ihr auf der Zeitung eines Sitznachbarn lest. Okay, das ist eine Geschichte eines Freundes über ein schlecht gelaufenes Date. Für mich ist diese Story der Underground. Wer sind sie? Was wollen sie? Die Frage gut, ist einfach, die Bösewichte haben wir schon mal lokalisiert. Das macht mich wütend. Aber ich würde gern... Nein! Ach Mensch, ich wollte hier gar nicht hoch, runter. So. Okay, schade. Ich habe eigentlich, wollte ich diese coolen Moves machen, dieses Auflauern und... Die schießen aber schlecht, ne? Immer rein ins Getümmel. Ich habe gefettfingert. Wir sind es ja nicht anders gewohnt. So. Und... Oh, nice. Ich denke gar nicht dran. Warum? Dann haust du mich. Ja, davon kannst du ausgehen. So. Wo will er hin? Okay, er will abhauen. Aber diesmal nicht, den holen wir uns. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich mit dem Auto machen soll. So. Immer die Ruhe bewahren. Ah, okay. Und jetzt? Was fange ich mit dem Auto an? Ah, interessant. Oh. Entschuldigung, nein. Entschuldigung, es tut mir leid. Hoffentlich sind nicht noch mehr entführende Sträflinge unterwegs. Hoppala. Das war keine Absicht. Wo haben wir den denn hingeschossen hier? Oder ist der jetzt abgehauen? Ja, komm doch. Ja, kein Problem. Spider-Man ist immer für euch da. Ich habe gedacht, wir haben den doch schon gehabt. Der muss doch hier irgendwo baumeln, oder? Ich dachte, den haben wir jetzt hier an der Laterne oder irgendwo festgenagelt. Ja, dann ist der wahrscheinlich abgehauen. Ja, danke. Du bist auch nicht übel. Hast zwar nichts geleistet und auch sonst nichts drauf, aber du bist nicht übel. So, bisschen Arroganz raushängen lassen, ne? Wir sind ein Superheld. Ah, hier können wir noch Fertigkeiten lernen. Wollen wir das noch machen, bevor wir zu unserem Date gehen? Wie funzt denn das hier? Haben wir hier auch so einen coolen Computer? Nee. Leider nein. Leider gar nicht. Traveler. So. Hier testen wir deine Punktsprungfähigkeiten. Passiere alle Kontrollpunkte vor Ablauf der Zeit. Bei der Markierung geht's los. Du schaffst das. Dafür bin ich bereit. Ein Wettrennen. Alles klärchen. Okay. Wie wär's mit Punktsprungtraining? Genau so. Der Punktsprung ist eine wichtige Spider-Fertigkeit. Wenn du schnell sein musst, nicht schlecht, aber Punktsprünge sind noch schneller. Ah, cool.
Gut so. Ah, daneben. So, den haben wir. Nein, ich bin an dem vorbei. Ich bin an dem vorbei. Ja, ja. So. Den noch mitnehmen. Boah, Junge, Junge, Junge. Okay, ultimativ sind 45 Sekunden, 56 habe ich gebraucht. Okay, haben wir wieder was dazugelernt. Punktsprünge. Ah, okay. Das ist natürlich praktisch im Central Park. Nehmen wir gerne mit, das Wissen. So. Wir müssen ja noch auf ein Date. Ho, ho, ho! Unsere erste Anruferin kommt den Kamin runter. Sie sind live in Just the Facts mit J. Jonah Jameson. Frohe Weihnachten, Jonah. Was halten Sie von... Ah, Jonah. Jonah und seine Nachrichten. Schauen wir mal, was die Gute für uns hat. Hey, Lahmeente. Hier oben. Lahmeente. Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Weißt du, wie viele Blocks ich gerade gemacht habe? Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal. Das sitzt fest. Okay. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist, okay, die ist, Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick. Hast du jetzt diesen Job bei Rockstar oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Ja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energieteam leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? Die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Spacebound? Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Auf jeden Fall will sie nicht drüber reden, ne? Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Hm, vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Der war gut. Drücke, um dir die Zeitkapsel. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Ah. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber die Highschool ist eine ganz andere Welt. Cool, wir haben, das ist der Wissenschaftspreis, den wir gewonnen haben.
Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen. Aber etwas später. Ich auch muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Kisten, Zeitkapseln, Trainingslager. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Schnellreiseorte sind jetzt auf der Karte markiert. Halte A über Miles Wohnung oder einem U-Bahn-Eingang für eine Schnellreise gedrückt. Okay, dann gehen wir noch einmal schnell zu Mom. Mal schauen, was die so hat. Ja, unauffällig. Handy, ja. Yeah. U-Bahn-Ticket, ja. Yeah. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Oh, wir machen ganz normale Leute-Kram. Wir kommen zu spät. Cool, wo wollen wir hin? Hey, oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Ich hätte ins Gesicht geschmissen. Oh, Weihnachtsmarkt, herrlich. Rusty der Schneemann. Das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Mann, das passt toll zu dem Beat, an dem ich neulich saß. Ich sollte wieder Musik anmischen. Ja, ist lange her. Das ist wirklich geil hier mit dem Weihnachtsmarkt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dem Weihnachtsmarkt entlang. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, dieses Format, wie ihr schon gemerkt habt, ich bin da ein bisschen ruhiger. Bin da sehr konzentriert, würde ich nicht mal sagen. Aber ich genieße einfach dieses Flair. Ist ein mega geiles Spiel, es sieht mega gut aus. Habe ich selber noch nie gesehen, also noch nichts von geguckt. Selber nicht gespielt. Weiß, ich bin spät dran. Für die Leute, die immer noch gerne mit dabei sind, würde ich mich freuen, wenn die auf jeden Fall wieder mit einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.